Hi Leute, herzlich willkommen zum Wahlortprojekt, wo wir euch die einzelnen Parteien für die Landtagswahl 2021 Sachsen-Anhalt vorstellen. Heute bin ich hier mit Eva von Angern von der Partei Die Linke. Okay. Ich bin Eva von Angern, ich bin Mitglied der Linken, bin schon seit 25 Jahren und habe mich für diese Partei entschieden, weil sie ganz klar für mich für soziale Gerechtigkeit und für die Friedenspolitik, aber eben auch ganz klar für den Kampf gegen Rechtsextremismus steht. Und insbesondere letzteres war auch der Grund, warum ich in diese Partei eingetreten bin. Ja, ich selbst bin 44 Jahre alt, bin in Magdeburg geboren, habe aber in Halle studiert und zwar Rechtswissenschaften und bin auch schon seit 2006 Anwältin hier in Magdeburg und habe 3 Kinder, bin verheiratet und lebe auch in Magdeburg. Im Landtag bin ich seit dem 1. Dezember 2020 die Fraktionsvorsitzende für meine Fraktion und bearbeite die Themenfelder Rechtspolitik, Verfassungsschutz, Gleichstellungspolitik, alles was im Zusammenhang steht mit LSBTTI und bin jetzt die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 6. Juni 2021 und freue mich nun auf das Gespräch mit dem Kinder- und Jugendring und auf all die interessanten Fragen, die mir hoffentlich gestellt werden. Und wenn ich nicht alles beantworten kann, sage ich gleich vorweg, dann würde ich das im Nachgang noch gerne tun. Erstmal eine Frage über Ihren Alltag und zwar, wie lange müssen Sie so pro Tag arbeiten? Also inzwischen ist das Arbeiten als Politikerin fast ein Rund-um-die-Uhr-Geschäft, weil wir durch die sozialen Medien natürlich auch rund um die Uhr ansprechbar sind. Also das, was vor Jahren noch war, dass man an der Kasse angesprochen worden ist oder auf dem Spielplatz, wo ich gerne mit meinen Kindern bin oder in der Bibliothek, das ist jetzt anders. Das heißt, ich beantworte auch häufig Anfragen über die sozialen Medien am Abend oder auch schon am frühen Morgen, wenn ich reinschaue, beziehungsweise die Presseschau findet über das Handy statt. Insofern, also nicht ganz rund um die Uhr, weil ich auch noch schlafe und weil ich natürlich auch Familienzeit habe, die ich ganz bewusst auch einplane, aber es ist kein 40-Stunden-Job, es ist tatsächlich viel, viel mehr. Okay. Und dann gehen wir jetzt gleich direkt zur realen Politik über und zwar was ganz Aktuelles. Wie stehen Sie zu den Grundrechtseinschränkungen durch die Corona-Maßnahmen und wie stehen Sie zu einer Corona-Impfpflicht? Also vielleicht zu dem Ersteren, das ist ein erhebliches Problem und wir haben es mit Grundrechtseinschränkungen zu tun, wie es dieses Land noch nicht kannte, seitdem das Grundgesetz in Kraft getreten ist. Und es liegt da, also der Grund dafür ist natürlich der Schutz der Menschen, der Schutz vor ihrer Gesundheit und natürlich auch der Schutz vor dem Tod. Und insofern wird es nicht ohne gehen, aber umso wichtiger ist es, dass insbesondere die Parlamente eng einbezogen werden bei den Entscheidungen. Und wir haben es beispielsweise beim Thema Impfreihenfolge heftig kritisiert, dass die Parlamente komplett außen vor waren. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären beispielsweise Lehrerinnen, Kita-Erzieherinnen oder auch in der Kinder- und Jugendhilfe Tätige als erstes mitgeimpft worden, weil sie natürlich systemrelevant sind. Da haben wir aber alle keine Rolle gespielt und ich werde nicht müde als Fraktionsvorsitzende, aber eben auch als rechtspolitische Sprecherin immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir es derzeit mit erheblichen Grundrechtseingriffen zu tun haben, das nicht Normalität werden soll in unserem Land. Und zu der anderen Frage, da geht es ja auch um einen erheblichen Eingriff, nämlich die Frage, will ich alle verpflichten, sich impfen zu lassen? Ich kann immer nur sagen, ich appelliere zunächst erstmal an die Vernunft der Menschen, dass es zum einen um den eigenen Schutz geht, aber auch um den Schutz von Menschen, die sich selbst nicht schützen können oder aber die besonders gefährdet sind. Und insofern sehe ich momentan eher unsere Verantwortung, ausreichend Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Also da sehe ich natürlich Land- und Bundesregierung in der Verantwortung. Und zum anderen, dass die Menschen selbst vernünftig genug sind, sich impfen zu lassen. Sollten diese 70%, von der wir ausgehen müssen, die wir erreichen müssen, um einen sogenannten Herdenschutz zu realisieren, sollte das nicht möglich sein, muss sicherlich über mehr geredet werden. Aber ich hoffe, dass wir zu diesem Punkt nicht kommen müssen, weil das tatsächlich ein erheblicher Eingriff sein würde. Okay, also erstmal abwarten also, dann. Naja, eher nein. Also ich würde eher sagen, nein zur Impfpflicht. Aber da wird man tatsächlich erstmal noch die Entwicklung abwarten müssen. Momentan bin ich tatsächlich positiv eingestellt und denke mir, dass die Menschen auch geimpft werden wollen und auch in ausreichender Zahl sich impfen lassen. Okay. Dann gehen wir jetzt zur Bildungspolitik über. Und zwar, was sollte Ihrer Meinung nach im Bildungssystem unbedingt geändert werden, damit Bildungsungerechtigkeit in Sachsen-Anhalt minimiert wird? Also ich würde erst mal ganz vorne beginnen, nämlich beim Personal. Also wir haben gerade jetzt auch in der Pandemie gemerkt, wie wichtig das Personal ist. Und wir haben in Sachsen-Anhalt zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben immer noch das Problem, dass die Schulsozialarbeit etwas ist, was dank europäischer Mittel finanziert wird, aber eben immer auf der Kippe steht. Wir haben die pädagogischen Mitarbeiterinnen, bei denen erheblich gekürzt
genutzt worden ist. Und auch die, die bei den Fremdsprachen, bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund helfen sollten, auch dort ist erheblich gekürzt bzw. sind ganz abgeschafft worden. Und das ist ein Problem. Ich würde mir wünschen, dass wir in kleineren Klassen unterrichten könnten, aber dafür brauchen wir tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer. Ein erster Fehler war, den die Landesregierung gemacht hat, die Lehrerausbildung hier in Magdeburg zu streichen. Das hat erhebliche Konsequenzen gehabt, die jetzt vor allem die Kinder und Jugendlichen, aber eben auch die Lehrkräfte auszubaden haben. Und insgesamt würde ich mir natürlich ein System wünschen, was nicht an den Defiziten von Kindern und Jugendlichen, sondern an ihren Stärken ansetzt. Aber dafür ist kaum Raum. Es gibt sehr viele sehr engagierte Lehrkräfte. Zwei von meinen drei Kindern sind auch noch in der Schule. Das heißt, ich erlebe das ganz hautnah, was für tolle Lehrerinnen es gibt. Und ich wünschte mir tatsächlich mehr Unterstützung. Und es interessiert Sie vielleicht nicht ganz so sehr, aber ich finde, Sie müssen auch gut bezahlt werden. Und da haben wir gerade in den Grundschulen noch einen erheblichen Aufholbedarf. Dann jetzt zur Frage nach den jüngeren Generationen. Und zwar, werden Sie mehr auf die jüngeren Generationen hören und auf unsere Bedürfnisse eingehen? Und wenn ja, wie werden Sie das tun? Also grundsätzlich ist mein politischer Ansatz und mein eigener Anspruch, dass ich sage, mir geht es jetzt gar nicht ums Alter, sondern mir geht es darum, gerade den Gruppen, die kaum ein Gehör finden oder die sich nicht lautstark äußern können, denen ein Gehör im Parlament zu geben oder aber auch die im Parlament gar nicht vertreten sind. Und dazu gehören ja Kinder und Jugendliche, im Übrigen auch nicht selten Alleinerziehende. Und deswegen ist es mir sehr, sehr wichtig, erstmal mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen, zuzuhören, das hat nämlich auch was mit Respekt zu hören, zu tun, dann auch ehrlich zu sagen, wo unsere Grenzen sind, weil das gehört auch dazu, aber natürlich vielfach zu versuchen, eben ihre Aspekte einzubringen. Wir werden beispielsweise für die nächste Legislaturperiode eine sogenannte Kinderkommission fordern. Wir fordern einen Kindergipfel, es hat schon einmal auf unseren Antrag hin stattgefunden, weil es uns sehr, sehr wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche eine größere, eine hörbare Stimme im parlamentarischen, im politischen Raum haben. Aus unterschiedlichen Gründen übrigens. Natürlich finde ich, dass erstmal Menschen sowieso vertreten sein müssen, also auch über die Vertretung der Abgeordneten. Aber ich finde es halt auch spannend, was junge Menschen ins politische Leben einbringen können. Also ich habe beispielsweise sehr häufig Praktikantinnen, also tatsächlich eher Mädchen, aus der Schule. Und da nehme ich immer ganz viel mit. Also klar, ich sage Ihnen auch, ihr könnt gerne mich ganz viel fragen, aber ich möchte auch gerne eure Anregungen haben. Also ich möchte auch wissen, was bewegt euch, was interessiert euch, beziehungsweise wo sagt ihr, das ist ein völlig falscher Weg, den ihr da in der Politik geht. Also ich finde, das ist so etwas Gegenseitiges. Ich sehe das als große Bereicherung und insofern, ja, selbstverständlich höre ich zu. Und wenn ich das vielleicht noch sagen kann, in der Hoffnung, dass es nicht geschnitten wird, was ich mir von Schule übrigens wünsche, ist, dass Kinder aus ärmeren Familien nicht durchs Netz fallen. Also das ist etwas, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Also wir haben immer noch das Problem, je ärmer meine Familie ist, aus der ich komme, umso schwerer ist mein Bildungsweg, umso höhere Hürden habe ich, beziehungsweise manche Türen stehen mir gar nicht auf. Und das halte ich für ein großes Problem. Wir haben ein Schulsystem, was aussortiert und nicht integriert. Ich träume natürlich immer noch von der inklusiven Schule, aber ich glaube, da sind wir wirklich gesellschaftlich auch noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Okay. Dann jetzt, wenn es vielleicht auch gerade um Bildungspolitik noch so ein bisschen mitgeht, komme ich jetzt mal zur Digitalisierung. Und zwar, welchen Plan verfolgt Ihre Partei in Bezug auf die Digitalisierung der Schulen? Insbesondere im Hinblick auf verlässliches, schnelles Internet sowie Tablets für Schüler und Schülerinnen und digitale Tafeln. Also, ich finde es katastrophal, wie das Bildungsministerium und die Landesregierung die letzten 5 Jahre verschlafen hat. Und auch diese 15 Monate Pandemie, in der wir uns gerade befinden, verpennt hat. Also wir hätten schon viel, viel weiter sein müssen. Insbesondere Familien, die gar keinen Zugang haben oder die gar nicht die Technik dazu haben, sind aus meiner Sicht jetzt natürlich als erstes zu versorgen mit entsprechender Technik. Aber das, was du gerade ansprichst mit dem Landesnetz, das ist natürlich eine völlige Katastrophe. Ich saß 9 Jahre im Finanzausschuss im Landtag und wir haben jedes Jahr tatsächlich das Geld zur Verfügung gestellt, um das Netz auszubauen. Wir haben Bereiche in Sachsen-Anhalt, da braucht man gar nicht darüber reden, dass es digitalen Unterricht gibt, weil er nicht möglich ist, weil das Netz dort nicht vorhanden ist. Ich war mehrere Tage in der Altmark. Eine Katastrophe. Und das ist natürlich eine Zumutung, weil wir sind in einem digitalen Zeitalter angekommen. Ich habe da keine Angst vor. Ich finde das eher total spannend. Für junge Leute ist es ja etwas ganz, ganz Normales, was ich super finde. Ich würde mir natürlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Medienkompetenz, mehr auch
Unterrichtsstoff, also wie gehe ich zum Beispiel mit Hasskommentaren etc. um. Also das wäre dann auch mein Anspruch. Also wenn wir da weiterkommen wollen in der Digitalisierung, gehört auch das dazu, eine höhere Medienkompetenz bei den jungen Leuten zu erreichen. Aber inzwischen ist das ja nicht nur aufs Alter beschränkt, sondern das geht ja auch ins höhere Semester. Also insofern, ich finde, das ist eine große Baustelle und die muss dringend angegangen werden. Und kleinere Länder, ich nehme jetzt mal Estland, die zeigen ja uns, dass das geht, dass das absolut funktionieren kann, wenn man das tatsächlich will. Ja, eben haben Sie ja Hasskommentare zum Beispiel schon angesprochen. Und dann geht es natürlich sehr fließend zur Diskriminierung über. Deswegen frage ich jetzt mal, was wollen Sie bzw. Ihre Partei gegen Diskriminierungsformen wie Sexismus, Homophobie, Rassismus und so weiter unternehmen? Also das ist ein ganz dickes Brett. Und das eine ist, was kann ich politisch tun, das andere, was muss ich gesellschaftlich tun? Und politisch schaue ich natürlich da auch Richtung Bund. Was kann Gesetzgebung ändern und beeinflussen, um Hasskommentare aus dem Netz möglichst, möglichst fernzuhalten? Ganz wird das nicht gelingen, aber ich finde es erstmal richtig, dass auch die großen Unternehmen wie Facebook, wie Telegram, wie Twitter da auch in die Verantwortung reingenommen werden. Und ich finde es auch richtig, dass darüber nachgedacht wird, dort auch strafverschärfend vorzugehen, um eben auch ein deutliches Stoppzeichen zu setzen. Aber es ist eben auch gesellschaftlich wichtig, dass bestimmte rote Linien nicht von uns allen überschritten werden. Also ich kann immer nur dafür werben, dass wenn man selbst von diesen Hasskommentaren betroffen ist, und ich kann Ihnen sagen, dass ich das sehr häufig bin, im Übrigen überwiegend sexistisch oder eben gerade aus dem rechtsextremen Bereich, dass man dagegen vorgeht, dass man sich dagegen wehrt. Und mein Wunsch ist es, dass wir es schaffen, dass es möglichst auch zu einem sogenannten Delikt wird, was ich nicht selbst verfolgen muss als Privatperson, sondern was der Staat auch tut, wo ein öffentliches Interesse auch angenommen wird. Und auch hier sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz. Ich finde, es ist auch wichtig, dass einmal Täter wissen, dass sie Täter sind und was sie da tun, wo Grenzen sind. Und ich finde, Opfer müssen wissen, wie sie sich wehren können. Also da bedarf es dringend in Sachsen-Anhalt auch noch mehr Beratungsstellen, mehr Anlaufstellen. Was mache ich denn eigentlich, wenn mir das passiert? Weil das ist leider die Wahrheit, dass häufig diese Dinge nicht angezeigt werden aus Scham. Und dass dann der Regelfall ist, dass sich die Betroffenen aus den sozialen Medien beispielsweise zurückziehen. Und das kann es nicht sein. Und insofern kann ich immer nur sagen, das muss Teil auch der Schulbildung sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich möchte auf keinen Fall, dass wir junge Menschen wegen solcher Dinge durch einen Suizid verlieren oder sie sich eben aus dem Gesellschaftlichen komplett zurückziehen. Da ist dringender Handlungsbedarf. Also was ich mir gut für Sachsen-Anhalt vorstellen könnte, dem Beispiel von Berlin zu folgen, ein Antidiskriminierungsgesetz zu realisieren, auch auf Landesebene. Also wir haben in unserer Gesellschaft nach wie vor ein erhebliches Problem mit Homophobie und Sexismus in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ich finde, das ist etwas, was unserem Grundkonsens entsprechen sollte. Das ist ein No-Go. Und wir haben in Sachsen-Anhalt zwei ganz wunderbare Programme. Das ist einmal das geschlechtergerechte Sachsen-Anhalt. Das ist ein bisschen ein besonderer Titel und der Aktionsplan gegen Homophobie. Und da müssen wir ansetzen. Da müssen wir auch entsprechende Beratungsstellen vorhalten. Da müssen wir Aufklärungsarbeit machen. Da ist noch erheblich viel zu tun. Und da haben wir noch gar nicht über den Umgang mit transzendenten Menschen und Transgendern geredet, die noch einmal mehr dieser Diskriminierung ausgesetzt sind, wo wir in anderen Bereichen schon merken, dass ich bin im urbanen Bereich und bin bestimmten Dingen nicht mehr so ausgesetzt wie diese Person. Und dass wir nicht nur zwei Geschlechter haben, ist etwas, was von einer Partei tatsächlich nicht nur ins Lächerliche gezogen wird, sondern dadurch, dass sie das so ins Lächerliche zieht, auch noch einmal mehr der Diskriminierung ausgesetzt ist. Und da denke ich, muss auf jeden Fall noch was passieren. Im Übrigen muss auch hier, betrifft ja auch wieder den Bereich junger Menschen, muss auch hier noch viel mehr in Schulen passieren, weil also das Du Schwuchtel noch immer ein gängiger Begriff auf unseren Schulhöfen ist, finde ich, ist eine traurige Tatsache. Und auch hier kann man nur offensiv vorgehen, aufklärerisch vorgehen und auch als Vorbilder in der Politik. Jetzt haben wir eben schon mal über Generationen und über die junge Generation gesprochen und jetzt würde ich gerne mal auf das Wahlalter eingehen. Und zwar, wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt wird und wenn ja, warum? Also kann ich sagen nein, weil wir wollen 14.
Ja, wir haben da eine lange Diskussion hinter uns und wir haben das auch schon in den Landtag eingebracht. Also wir haben ganz klar gesagt, dass mit dem Alter 14 passiert ja viel im rechtlichen Raum. Also die Geschäftsfähigkeit wird erhöht, man ist strafmündig. Und warum soll man bitte nicht auch wählen können? Also es geht natürlich ganz klar erstmal um das aktive Wahlrecht. Über das passive Wahlrecht muss man sicherlich auch irgendwann mal, also muss man auch reden. Finde ich auch sehr spannend, darüber zu reden, aber hat erheblich höhere rechtliche Hürden als das aktive Wahlrecht. Aber ich finde ganz selbstverständlich, natürlich können 14-Jährige wählen und müssen auch 14-Jährige wählen. Also wir haben ja schon in Sachsen-Anhalt ein Wahlrecht ab 16 für die Kommunalwahl. Da haben wir keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Und insofern, ja, das werden wir tun und ich hoffe, dass es im nächsten Landtag die Mehrheiten dafür geben wird. Okay. Auch eine Frage, die junge Generation und natürlich auch andere Generationen sehr interessiert, ist, wie stehen Sie zu einer möglichen Legalisierung von Cannabis? Na, das ist ganz einfach zu sagen als Linke. Wir sind natürlich dafür. Das heißt nicht, dass wir den Kinderschutz aushebeln wollen. Das wird uns gerne unterstellt. Nein, das wollen wir nicht. Das heißt, auch hier reden wir natürlich über einen Kinderschutz, aber eine Legalisierung von Cannabis, das würde tatsächlich viele, viele Probleme lösen. Im Übrigen auch erhebliche Kapazitäten bei der Strafverfolgung, bei Strafverfolgungsbehörden freisetzen. Insofern ja, wir sind für eine Freigabe. Und was natürlich jetzt momentan ein sehr großes Problem ist, was auch die meisten Parteien anerkennen mittlerweile, ist natürlich der Klimawandel. Was wollen Sie und Ihre Partei konkret tun, um den Klimawandel aufzuhalten bzw. einzudämmen? Also das ist eine der größten Herausforderungen neben der Armutsbekämpfung, die wir in den nächsten Jahren haben werden, wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie darf dieses Thema nicht auf der Strecke bleiben. Und als Linke ist es besonders wichtig, dass dieser Klimawandel, diese Änderungen in der Politik vor allem gerecht stattfinden. Also es darf nicht zulasten der Ärmsten stattfinden, sondern auch sie müssen mitgenommen werden. Und da kann ich mir sehr gut als Linke vorstellen, dass wir beispielsweise ganz klar sagen, es muss eine CO2-Begrenzung in der Verfassung festgeschrieben werden. Also der Fußabtritt, den das Land Sachsen-Anhalt, den wir hinterlassen wollen, das muss festgeschrieben werden und alle Gesetze, alle Beschlüsse, die gefasst werden, müssen daraufhin überprüft werden. Ich kann mir aber auch beim Thema Solarenergie sehr gut vorstellen, dass wir nicht jetzt neue Ackerflächen versiegeln, sondern dass wir alles, was wir an öffentlichen Gebäuden haben, nutzen in Form der Dächer für die Solarenergie, für das Gewinnen von Solarenergie. Und ganz klar, ein Thema, was uns schon seit vielen, vielen Jahren als Linken beschäftigt, ist der ticketfreie ÖPNV. Also der ÖPNV flächendeckend im Land. Und wir haben leider sehr, sehr viel Schienenverkehr, der abgeschaltet worden ist, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern im gesamten Osten. Das wäre eine Lösung und das würde sehr wohl helfen. Insofern hoffe ich auch, dass die Fahrgastzahlen wieder steigen, weil jetzt im Rahmen der Pandemie sind sie natürlich erheblich gesunken. Und das ist ein Problem. Und ich kann nur an alle appellieren, weil wir haben es alle auch ein Stück weit selbst in der Hand, weniger Energie selbst verbrauchen. Und jetzt dann abschließend mal noch eine kleine Wissensfrage. Und zwar, wissen Sie, was ein Meme ist? Und wenn ja, kennen Sie ein gutes? Ja, ich finde das total cool. Ich hatte vorgeschlagen, dass es bei unseren Wahlplakaten eins gibt. Ich hatte zwar ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie verunstaltet werde, aber da habe ich ja dann auch Mut und kann über mich lachen. Ich kann gleich vorweg sagen, bisher gibt es noch keins. Aber ich finde, das ist ein wunderbares politisches oder ein wunderbares Stilmittel, um politische Prozesse sich nicht drüber lustig zu machen, sondern so fokussiert darzustellen, dass es die Menschen auch tatsächlich verstehen. Also ich finde, ich überlege gerade, was mein Lieblingsmeme ist. Also es gibt eine extra Seite bei Instagram, linke Meme, wenn ich da mal für Werbung machen darf. Nee, also ich gucke mir die immer gerne an, aber so ein ganz spezielles Lieblingsmeme habe ich jetzt nicht. Okay. Aber ich weiß, dass es ist. Gut zu wissen. Okay. Das war's dann auch schon und ich danke Ihnen natürlich ganz herzlich für Ihre Zeit und natürlich danke ich auch euch zu Hause fürs Zuschauen und wenn ihr Interesse habt, schaut euch auch gerne noch die Videos mit den anderen Parteien an. Bis dann, tschüss. Tschüss.